Setups zu bauen, ist nicht jedermanns Sache und gerade zum Start im Simracing kann das schon echt verwirrend sein. Weshalb ich euch heute 7 Tipps mitgeben möchte, wie ihr ohne Vorwissen einen Wagen auf die Strecke abstimmen könnt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge meiner Assetto Corsa Beginner Serie. Das ist schon die 12. Folge und heute geht's endlich an Assetto Corsa Setups. Heute kommen die Beginner-Tipps, also der ganze leichte Kram. Beim nächsten Mal schauen wir uns die fortgeschrittenen Sachen an, wo man auch MoTeC mit ins Spiel kommt und Telemetriedaten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen und falls euch die Folge heute gefällt, ein Like. Und wir bauen heute ein Setup oder heute und beim nächsten Mal ein Setup für den Racing Studio Bayer V8. Das ist der BMW M6 GT3 und die Strecke ist Blackwood. Das ist eine konvertierte Strecke aus Live for Speed. Wer das Spiel nicht kennt, habt nichts verpasst. Ist ein ganz witziger Kurs und habe ich vor allem gewählt, weil er sehr, sehr kurz ist. 1 Minute 10 ist, glaube ich, meine Bestzeit aktuell mit dem Standard-Setup. Dementsprechend, da kommt man ziemlich schnell und leicht rein. Deswegen die Strecke gewählt. Links zu allem packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Und bevor wir starten mit dem Setup-Bau, noch ein kleiner Disclaimer. Ich bin kein Renningenieur. Ich bin kein professioneller Rennfahrer. Alles, was ich euch hier in der Serie jetzt mitgebe, ist mein persönlicher Erfahrungsschatz. Also denkt nicht, dass ihr jetzt hier eine perfekte Schulung bekommt, wie man Auto im echten Leben abstimmen könnte. Nein, sondern meine Erfahrungen mit Assetto Corsa, meine Erfahrungen mit Setups. Ich habe schon sehr viele Setups Videos auch für Overtake damals gemacht und schon einiges mir angeeignet über die Zeit, aber perfekt bin ich da natürlich nicht und kann jetzt auch kein so ein krasses Setup bauen wie zum Beispiel die ganzen E-Sports-Fahrer da draußen. Aber darum geht es auch heute gar nicht, sondern es geht in erster Linie darum, euch 7 Tipps mitzugeben, mit denen quasi jeder mit dem Setup bauen anfangen kann und die leicht zu verstehen sind. Und wir fangen direkt mit dem ersten Tipp an und den könnt ihr hier schon sehen. Das ist die App Setup Exchange, wurde hier in der Reihe auch schon 1-2 Mal erwähnt. Und wie ihr die kriegt, ist, ihr drückt auf Fahren und wenn ihr im Spiel seid, das hier machen wir nochmal zu, dann geht ihr hier oben auf alle Apps und dann sucht ihr das App Shelf. Dafür müsst ihr ein bisschen runterscrollen zu Built-in Apps, der Bereich hier, und da könnt ihr sehen, App Shelf, das ist vom Custom Shaders Patch eine mitgelieferte App, in der mehr Apps drin sind. Wenn das für euch Sinn macht, ihr könnt es hier sehen, da sind ganz viele verschiedene Apps drin. Radar, absolute Empfehlung. Extended Controls ist auch eine ziemlich gute App. Aber was ich euch zeigen möchte, ist Setup Exchange. Und wenn ihr das haben wollt, dann drückt ihr da einfach drauf. Dann kommt hier nochmal so ein Pop-up und da könnt ihr dann auf Installieren drücken. Bei mir ist es natürlich schon installiert, aber zum Beispiel hier, das habe ich noch nicht benutzt, dann sieht es so aus. Dann drückt ihr einfach auf Installieren, dann wird das installiert. Und wenn ihr dann im Pits-Menü auf Setups geht, also hier auf das Wrench-Icon, dann bekommt ihr dieses Fenster noch zusätzlich, Setup Exchange, und hier werden für das Fahrzeug, in dem ihr drin sitzt, Setups geladen, die andere Leute ins Internet gestellt haben, beziehungsweise das ist so ein Shared Space für Setups. Und wie ihr sehen könnt, für den BMW gibt es schon echt einige, weil das ein beliebtes Fahrzeug ist. Da könnt ihr euch ausprobieren und eine gute Basis finden. Klar, die Setups, die da reingeladen werden, die kontrolliert niemand. Da kann natürlich auch kompletter Müll dabei sein, ist klar. Aber es gibt auch wirklich gute Fahrer in LFM, die hier ihre Setups teilen. Und vielleicht habt ihr Glück und ist wirklich was Gutes dabei. Auf was ihr achten müsst immer ist, für welche Strecke wurde das Setup gebaut. In dem Fall zum Beispiel bei Blackwood gibt es gar keine Setups. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hier haben wir oft Circuit de la Sarthe, also Le Mans. Wir haben hier ein paar Mal Nordschleife-Setups. Wenn wir runterscrollen, kommt hier jetzt noch Daytona, Laguna Seca sehe ich da noch einmal. Interlagos ist hier noch mit dabei. Sonoma. Ihr seht also alles Mögliche. Ein paar haben auch ein paar Likes, ein Like und ein paar Dislikes. Kommentare gibt es auch ab und zu, die man hier schreiben kann. Aber hier ist jetzt kein Setup dabei, das förmlich schreit, oh ja, das müsst ihr runterladen. Das hier hat zum Beispiel 35 Downloads, das hier hat 101. Könnte man jetzt mal sich antun. Die Autos wurden aber auch erst geupdatet, dementsprechend schwierig zu sagen. Wenn ihr jetzt auf einer Strecke seid wie der Nordschleife und wollt unbedingt ein Nordschleife-Setup, dann könnt ihr hier oben noch das Häkchen reinmachen bei Show Setups for Current Track Only und dann kämen nur Setups für die Strecke. Bei Blackwood gibt es das natürlich nicht. Dementsprechend fangen wir mit dem Stock Setup an. Das bedeutet mit dem Setup, was der Modder oder Entwickler im Sinne hatte. Damit starten wir. Für euch, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt keinen Wagen zum Beispiel vom Race Sim Studio, wo wirklich ein Studio dahinter ist, die auch ein gutes Stock Setup mitliefern, kann das eine gute Anlaufstelle sein, um eine Basis überhaupt zu bekommen, weil viele Mods kommen halt leider auch mit richtig, richtig schlechten Basis-Setups.
Das war Tipp Nummer 1 und wir fangen an mit dem Setup-Bau und Tipp Nummer 2. Und das erste und letzte, was ihr bei einem Setup immer einstellen solltet, sind die Reifendrücke. Das ist die Seite hier, Tires. Da könnt ihr die verschiedenen Compounds, also die Reifenmischungen, einstellen. Hier gibt es neben der Regenmische nur einen Reifen, und zwar den harten, also einen Slick quasi zum Racen. Das ist bei GT3s üblich. Und ihr könnt hier den Reifendruck einstellen. Der Reifendruck wird in Assetto Corsa so behandelt, dass wenn ihr vom Zieldruck ein bisschen entfernt seid, dann verliert ihr ganz leicht Grip. Ist aber tatsächlich alles halb so wild. Also es ist nicht so wie in ACC, dass der Reifendruck perfekt sein muss, damit auch alles funktioniert, sondern es ist mehr so, ja, Pi mal Daumen reicht in den meisten Fällen auch. Und viel, viel wichtiger ist, dass die Temperatur vom Reifen im richtigen Fenster ist. Weil wenn Reifen überhitzen, verliert ihr ganz schnell Grip und dann kann man sich auch mal schnell drehen. Oder wenn es auf der Vorderachse ist, verliert man eben Grip zum Einlenken. Deswegen Reifendruck stellen wir immer als erstes und als letztes ein. Wie machen wir das? Wir lassen es jetzt erstmal auf dem Default und dann fahren wir raus, machen 3 Runden, das mache ich jetzt auch. Gibt es jetzt dann gleich einen kleinen Cut und dann schauen wir uns mal auf der Strecke an, wie die Drücke so sind. Und bevor ich jetzt hier direkt losfahre, eine App, die ihr euch holen solltet, Tires App Extended. Ich packe euch direkt mal oben rechts jetzt verlinkt mein Video mit meinen Apps, die ihr euch unbedingt holen solltet, rein. Da ist die ja auch verlinkt, ansonsten auch nochmal extra verlinkt unten in der Videobeschreibung, Tires App Extended. Und da gibt es ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, wenn man hier auf Settings geht. Und eine davon ist, dass man sich anzeigen lassen kann, wie viele PSI der Reifen aktuell entfernt ist vom, ja, vom gewünschten Wert quasi. Ich packe das jetzt mal hier unten in die Ecke, sodass es nicht stört. Ich fahre gerade auf dem Singlescreen, dass das mit den Apps auch für euch alles funktioniert. Deswegen die vielleicht etwas ungewohnte, sage ich jetzt mal, Kameraperspektive. So würde ich natürlich in meinem Triple Screen Setup normalerweise nicht fahren. Aber ich mache jetzt mal 1-2 Runden. Ich zeige euch mal kurz einmal die Strecke, bevor ich dann anfange, mal eine 1-2 schnelle Runden zu fahren. So, hier nach T1 kommt so eine Schikane. Die kann man mit dem BMW ganz gut mitnehmen, die Curbs. Man muss bloß rechtzeitig einlenken. Die frisst da ganz gut. Ich mache mal die Trackmap noch an. So, dann seht ihr auch das Layout. Danach kommt eine lange Gerade. Da wollen wir natürlich Speed. Ist ganz wichtig. Also wir denken jetzt schon so ein bisschen wie ein Setup-Race-Engineer quasi. Kurz vor den 100 oder bei den 100 Bremsen kommt hier diese 90-Grad-Kurve, wo man relativ früh wieder aufs Gas gehen kann. Die hier ist ein bisschen enger, aber auch nicht viel. Man kann nicht so schnell aufs Gas. Muss versuchen, dass die Gewichtsverlagerung gut funktioniert. Berg nach oben, Berg nach unten. Nächste 90-Grad-Kurve. Auch hier wieder früh aufs Gas. Viel Runoff-Area. Und dann einmal die S-Kurve, den Berg nach oben. Auch da Gewichtsverlagerung wichtig und ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen. Und dann sind wir schon wieder auf Startziel. Und ich mache jetzt noch 2 Runden und dann schauen wir uns mal die Drücke an. Ganz wichtig natürlich an der Stelle, dass ihr das Ganze mit einer Race-Pace fährt. Also ihr könnt jetzt nicht hier anfangen, irgendwie langsamer zu machen oder die Strecke nicht voll ernst zu nehmen. Das heißt, im Umkehrschluss könnt ihr erst dann anfangen, ein Setup zu bauen, wenn ihr die Strecke auch einigermaßen fahren könnt. Manche sagen dir, oh, man muss eine Strecke perfekt können, um ein Setup bauen zu können. Davor sind Setups egal. Da stimme ich nicht zu, weil Setups haben ganz viel damit zu tun, ob man sich mit einem Wagen wohlfühlt oder nicht. Und dann überhaupt erstmal anfangen kann, die Strecke richtig zu beackern. Wenn ihr aber eine Strecke schon kennt und ihr seid nicht stabil, dann ist das was anderes. Aber wenn ihr jetzt ganz neu hier eine Strecke lernt, zum Beispiel hier Blackwood, ihr fahrt die zum ersten Mal, dann heißt es nicht, dass ihr da kein Setup bauen dürft, nur weil ihr die Strecke nicht kennt, sondern versucht den Wagen auf eure Bedürfnisse auf der Strecke abzustimmen, während ihr die Strecke lernt. Ihr müsst euch bloß davon verabschieden, dass bestimmte Setups schneller sind als andere und ihr jetzt erstmal versucht, ein Setup zu bauen, um schneller zu werden. Das machen wir hier nicht. Wir bauen nicht das Setup, um zwangsläufig schneller zu sein. Das ist dann das Resultat daraus, sondern wir bauen das Setup, um uns wohlzufühlen auf dem Auto und unsere maximale Performance rausholen zu können, weil das Auto das macht, was wir vom Auto wollen. Das ist der Status, den wir hinbekommen möchten und dann werden die Zeiten folgen, aber es geht nicht darum, ein Setup zu bauen, mit dem ich 2 Zehntel schneller fahren kann. Wenn ich schon relativ konstant mit meinem Fahrzeug bin, ja, ist es immer schwierig, nochmal überhaupt einen Angriffspunkt zu finden, wo fehlt mir denn Performance in welcher Kurve, wenn ich sowieso schon viel raushol. Okay, so, wir haben jetzt ein paar Runden gefahren. Wir sehen, die linke Seite ist
Ja, ein PSI davon entfernt. Hinten auch, hinten rechts und vorne rechts sind es eher zwei. Also es ist nicht so eine genaue Wissenschaft. Also überall einen würde ich noch dazu machen und hier sogar zwei PSI. Dann sind wir da mal erstmal an einem Punkt angekommen, wo das einigermaßen passen sollte. Und dann gehen wir hier wieder auf die erste Seite und tippen mir was ein. Ich nenne meine Setups immer S für Setup und dann 1 Versionsnummer. Und dann gibt es hier eine schöne Reihenfolge, wie das Setup sich über die Zeit entwickelt hat. Meine Empfehlung, immer wenn ihr irgendwas verändert, macht euch einen neuen Save. Klar, ihr habt dann am Ende ganz schön viele Files, aber ihr wisst immer, was die neueste Version ist. Und wenn euch wenn ihr sagt, oh, das war jetzt ein Rückschritt, könnt ihr die neueste Version ja auch einfach wieder löschen. Und dann arbeitet man sich einfach von 1 bis Dings vor. Und zur Not, wenn man sagt, okay, das ist jetzt das perfekte Setup, dann nehme ich alle anderen und lösche die wieder. Das geht relativ fix. Deswegen immer viel speichern und nicht alte Files überspeichern, weil vielleicht wollt ihr nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ihr dann denkt, ja, okay, ab da ging alles den Bach runter. Da war das Setup eigentlich ganz gut. Deswegen immer schön zwischenspeichern ist ein weiterer Tipp, auch wenn das eher ein Bonustipp ist. So, nachdem wir die Reifen eingestellt haben, wenn wir jetzt andere Dinge anfassen, kann es sein, dass es den Reifendruck nochmal beeinflusst. Zum Beispiel sowas wie Camber einstellen, Sturz auf Deutsch, dann kann der Reifendruck sich wieder verändern. Deswegen sagte ich, die Reifen sind das erste und das letzte, was wir einstellen. Also wir stellen es jetzt erstmal ein, damit wir einen guten Grundwert haben. Und wenn wir mit dem Setup zufrieden sind, dann kontrollieren wir den Reifendruck nochmal und passen gegebenenfalls nochmal ein PSI hier oder da an. Aber wie gesagt, während man bei ACC 0,1 Schritte einstellt, stellt man hier ganze Schritte ein. Dementsprechend ist das alles nicht ganz so genau und auch Assetto Corsa mit seiner Engine ist da nicht so bestrafend. Solange die Reifen in einem guten Temperaturfenster sind, passt alles. Und jetzt geht's los mit den Einstellungen, die das Fahrverhalten krass beeinflussen, die aber auch sehr subjektiv sind. Also es geht darum, was ist euer Fahrstil und wie wollen wir das Auto überhaupt auf die Strecke abstimmen? Was wollen wir vom Fahrzeug haben? Und das erste und leichteste zum Einstellen ist die Fahrwerkshöhe. Die finden wir jetzt hier unter Suspension 2 Main. Das kann aber auch ganz anders heißen. Ist auf jeden Fall da, wo Height dran steht, ist eigentlich nicht zu übersehen, sage ich jetzt mal. Normalerweise ist das recht komplex. Also wenn ihr eine andere Simulation spielt, ihr müsst versuchen, da eine gute Balance zu finden aus der Höhe vorne und der Höhe hinten, denn es geht ja beim Racen auch immer um Gewichtsverlagerungen. Sprich, wenn wir auf die Bremse gehen, dann geht das Gewicht nach vorne auf die Vorderachse. Und wenn wir jetzt die Vorderachse noch weiter nach unten setzen, dann ist da noch mehr Gewicht, weil ja das Gewicht dann quasi weiter nach vorne verlagert wird, weil ja dann der Arsch höher sitzt als die Vorderseite. Und andersrum, wir können auch dann Arsch schwerer machen und dann geht die Vorderachse ein bisschen weiter nach oben, dann haben wir vielleicht beim Einlenken ein bisschen weniger Grip, aber dafür in der schnellen Kurve bleibt das Heck stabil und da kann man halt ein bisschen rumspielen mit der Höhe. Man muss da eigentlich den richtigen Winkel finden, der zum Fahrzeug passt. In Assetto Corsa ist es aber in 95% aller Fälle sehr leicht zu klären. Ihr wollt, dass das Ding so tief sitzt, wie es kann. Ihr wollt in erster Linie, dass das Fahrzeug so tief sitzt, wie es kann. Und wie tief kann es denn sitzen? Ist es das da? Ist das der tiefste Punkt? Von den Werten her schon. Aber wir sehen sofort hier Front Height, also Höhe vorne. 46 mm haben wir die Front jetzt geschraubt. Die darf aber nur minimal 50 haben. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen hochgehen. Und da können wir links und rechts, also das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite, das sind die vorderen Räder, das sind die hinteren Räder. Vorne Rollbar, Mitte, hinten die Rollbars kommen dann nachher auch noch. Und wenn wir 7,7, so viel dazu. Wenn wir 10,10 einstellen, sind wir bei 51. Wenn wir 9,9 einstellen, sind wir schon bei 50. Allerdings muss man da beachten, wenn wir mehr Sprit reinmachen ins Auto, dann sitzt der Wagen, weil mehr Gewicht drauf kommt, wieder ein bisschen tiefer. Und dann kommen wir hier auf 49. Ich mache den Lachs jetzt auch einfach mal voll. Dann haben wir da auch ziemlich kontrollierte Ergebnisse, was das Hotlappen angeht. Wobei, komm, wir bleiben bei 50 Litern, ist egal. Dann, da habe ich halt vorhin schon gehotlappt mit, als ich mir die Strecke mal ein bisschen angeschaut habe. Wenn wir sagen, okay, 50 Liter, unser Rennen geht sowieso nur eine halbe Stunde, da reichen die 50 Liter, dann können wir auch mit 9,9 gehen. Wir können sogar noch versuchen, noch tiefer zu gehen. Bei 7 fängt er an zu murksen, also bleiben wir bei 8.
und sind dann so tief wie möglich. Und dann, wie gesagt, Assetto Corsa 95% der Fälle einfach runter mit der Höhe. Hier können wir sogar 0-0 gehen und wären dann bei 52. Der Vorteil bei einem niedrigen Fahrzeug in Assetto Corsa ist, man kriegt mehr Stabilität. Also das Auto ist deutlich stabiler in den Kurven, deutlich reaktiver, was das Einlenken angeht. Und ganz, ganz wichtig, und das unterschätzen enorm viele, man gewinnt einen Haufen Geschwindigkeit auf der Geraden, weil das Auto tiefer sitzt und weniger Luft, weniger im Wind steht. Das ist tatsächlich so ein Effekt, der in Assetto Corsa extrem ist. Die ganze Aero-Balance ist super extrem. Was in ACC super entscheidend ist, aber hier nicht so wirklich, ist Rake. Das bedeutet, wie hoch ist der Arsch im Vergleich zum Rest vom Fahrzeug? Das Ding ist, in Assetto Corsa, es gibt zwar Rake und er funktioniert schon auch, aber die Effekte sind wirklich minimal. Deswegen probiert es mal so wie hier. Einfach runter, und wenn ihr merkt, oh okay, aber das Heck ist jetzt super lose und da geht gar nichts, dann geht ihr schrittweise wirklich ganz langsam mit der Ride Height hinten hoch und probiert euch da aus. Aber wirklich, selbst bei den ASS-Autos hier, geht mit dem Ding runter, macht den so tief wie ihr könnt. Pfeift aufs Rake, ist jetzt nicht so wichtig in Assetto Corsa. Deswegen, das ist mal mein Tipp für die Ride Height und Tipp Nummer 2 hier im Video. So, das heißt, wir speichern das Ganze wieder. Im besten Falle macht ihr euch eine S2 und testet das Ganze mal. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich teste lieber nachher alles auf einmal. Aber ich mache jetzt mal ein S2, dass ich zur Not, falls das Setup sich ganz schlecht fährt, nochmal die Schritte zurück machen kann. Beziehungsweise ich nenne das mal S2 hohe. Kann ich nochmal nachvollziehen, falls irgendwo was komplett schief gegangen ist. So, und wir haben auch schon ein bisschen über die aerodynamische Balance gesprochen. Und die ist tatsächlich, würde ich sagen, das zweitwichtigste nach der Fahrwerkshöhe. Das ist die Aerodynamik. Da können wir die Flügel und Splitter einstellen. Splitter nennt man den Flügel vorne quasi, also die Einlässe vorne. Das ist ja kein richtiger Flügel, deswegen heißt es auch nicht Flügel, sondern Splitter oder Diffusor. Und hinten am Heck ist es der Flügel. Der BMW hat jetzt keinen Splitter. Dementsprechend können wir hier nur den Flügel hinten einstellen. Ist jetzt hier standardmäßig auf 5 gestellt. Das ist schon ziemlich viel Flügel. Allerdings müssen wir bei Assetto Corsa allgemein immer davon ausgehen, dass jedes Auto anders ist, und das hier ist nur eine Zahl. Das bedeutet nicht, wie viel Kilogramm das sind, die da jetzt draufdrücken, und wie groß der ist, in welchem Winkel der steht. Wir wissen nicht, wo da die Mitte ist. Vielleicht sind 5 super wenig Flügel, kann auch sein. Und 0 ist quasi gar kein Flügel mehr hinten drauf. Deswegen, wir können uns diesen Werten, wir können den Werten quasi nicht trauen, sondern wir müssen selber ausprobieren, wo stehen wir eigentlich. Und ganz klar ist, wie funktioniert der Flügel? Umso mehr der Flügel im Wind steht, also umso mehr wir den steil stellen, also auf 6 oder 7, dann steht er am steilsten, dann kommt da mehr Luft drauf und das drückt den Wagen hinten runter. Wenn wir damit in eine schnelle Kurve gehen, haben wir mehr Anpressdruck auf der Hinterachse und das Heck bleibt stabiler in einer schnellen Kurve. Das ist der ganze Vorteil. Was ist der Nachteil? Haben wir bei der Fahrwerkshöhe schon gelernt. Wenn wir hinten drauf drücken, drückt es die Front ein bisschen nach vorne. Das heißt, in den langsamen Kurven haben wir ein bisschen mehr Untersteuern. Das heißt, die Vorderachse schiebt nicht so schön. Und anstatt dass wir in die Kurve reinrotieren, fahren wir einfach geradeaus weiter, trotz dass wir so am Kurbeln sind. Es passiert nichts. Deswegen, da muss man echt aufpassen. Und da kommt Tipp 4 ist das schon. Mann, Tipp 4 kommt da schon ins Gespräch. Flügel immer so wenig wie möglich in Assetto Corsa. Weil dieser Effekt, dass ihr Untersteuern auf der Vorderachse kriegt, ist wirklich krass. Und viel Flügel kostet euch immer Geschwindigkeit auf der Geraden. In anderen Spielen ist das vielleicht nicht so gravierend, greift nicht so hart ein in Assetto Corsa. Wenn ihr viel Flügel habt, ihr seid einfach mal 20, 25 km/h auf einer kleinen Geraden langsamer. Und das ist dann schon echt krass. Also wir wollen immer so wenig Flügel wie möglich, dass wir trotzdem durch alle schnellen Kurven durchkommen. Normalerweise geht man mit der Logik ran, okay, gibt es eine lange Gerade, da denken wir an Mugello zum Beispiel, da gibt es ein paar schnelle Kurven, aber es gibt auch eine extrem lange Gerade. Wir denken an Spa, da gibt es auch ein paar schnelle Kurven, aber eben auch viele lange Geraden, oder Monza, was auch extrem, oder Le Mans, sehr schnelle Geraden, für lange Geraden bekannt ist. Und da wollen wir natürlich den Flügel so niedrig wie möglich haben und traden, also wir tauschen quasi auch ein bisschen Performance in den schnelleren Kurven gegen mehr Geschwindigkeit auf der Gerade.
Aber auf einer Strecke wie hier, wo es eigentlich nur eine oder zwei kurze Geraden gibt, ist die Performance in den Kurven vielleicht wichtiger als auf der Geraden. Das Ding ist nur, brauchen wir wirklich hier auf dieser Strecke viel Flügel? Weil der Flügel ist nur dann wirklich super wichtig, wenn A, uns ständig das Heck kommt in Kurven, oder B, wir sehr schnelle Kurven haben, wo wir viel Anpressdruck brauchen, also wo das Auto wirklich stabil auf der Strecke ist. Haben wir hier auf Blackwood eigentlich gar nicht, deswegen, ich würde tatsächlich einfach mal null probieren und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das Heck gar nicht halten, dann ist der Moment gekommen, wo wir es schrittweise in Einzelschritten erhöhen, bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt ist das Heck wieder ruhig. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir kurz testen müssen. Aber wenn ich so an das Layout denke, sind es eigentlich maximal eine oder zwei Kurven, wo man ein bisschen schneller durch muss. Die meisten Kurven sind so wie hier die erste, relativ langsame Kurven. Testen jetzt auch hier die Ride Height, ob wir noch über die Bumps drüber kommen. Weil da ist natürlich die Gefahr, dass wir aufsetzen, dass quasi der Unterboden irgendwo auf dem Curb aufsetzt oder so. Wenn das passiert, dreht ihr euch raus. Also wenn ihr über irgendeine Bodenwelle fahrt oder Unebenheiten, es geht steil bergauf, steil bergab und ihr dreht euch und ihr habt keine Ahnung warum, dann seid ihr aufgesetzt, dann ist das Auto zu niedrig. Aber ihr seht das, das Heck ist jetzt hier, hier kommen jetzt die schnellsten Kurven auf der Strecke. Ja, ich habe halt noch Untersteuern auf der Vorderachse. Aber das Heck ist ruhig. Also da ist eigentlich keine Gegenwehr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir in den Kurven das Heck wegbricht. Oder ich jetzt ganz dringend mehr Grip auf der Hinterachse bräuchte. Das heißt, hier auf der Strecke können wir unseren Straightline-Speed deutlich verbessern durch die niedrige Ride-Height. Ich habe jetzt vorhin nicht geschaut, wie schnell wir da waren. Hier sind wir jetzt bei 240 Grad gewesen. Ein bisschen zu spät gebremst, ist auch egal. Auf jeden Fall, Nuller Flügel geht fit. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich das Fahrzeug einigermaßen ruhig auf der Strecke halten kann. Wenn ihr sagt, oh, mir in den Kurven, ich gehe da ein bisschen schneller rein als du, mir kommt dann immer das Heck. Wie gesagt, Flügel Stück für Stück erhöhen und dann seid ihr good to go. Die ersten Einstellungen tragen Früchte. Ich habe Flügel falsch geschrieben mit Ö, sehr schön. So, das nächste, was wir einstellen, ist der Sturz bzw. Camber. Das könnt ihr hier machen unter Alignments. Manchmal ist es auch direkt hier irgendwo vorne mit dabei bei, weiß gar nicht, wie es dann heißt. Ist egal. Ist auf jeden Fall hier Alignments, Suspension 1 Alignments. Und da sehen wir Camber vorne links, vorne rechts, hinten rechts. Und dann noch die Toe-Einstellungen. Die machen wir direkt im Anschluss bei Punkt Nummer 6. Jetzt aber Punkt Nummer 5. Camber, und da ist der Tipp, in der Regel ist viel zu viel Camber auf den Stock-Setups. Hier haben wir -3,8 und -3,5, weil das Setup soll ja auch auf allen Strecken irgendwie funktionieren. Es ist ja so ein Default-Setup, das überall funktionieren soll. Wenn jetzt einer sagt, oh ja, cool, mein neues Lieblingsauto ist rausgekommen und will das auf Daytona ausführen und du hast nicht -3,8 Camber drauf, dann hast du halt vielleicht auch ein Problem. Deswegen, meistens sind die Werte ein bisschen hoch und meistens viel mehr, als man eigentlich braucht. Aber woher weiß man denn überhaupt, wie viel Camber man braucht? Und was ist Camber überhaupt? Camber sind, wenn ihr die Reifen von vorne anschaut, ja, also ihr schaut aufs Auto von vorne drauf und die Reifen stehen quasi so. Ja? Also die sind nicht gerade zur Fahrbahn, ja, also hier ist die Fahrbahn, sondern die stehen so ein bisschen schräg. Ja? Das sorgt dafür, dass wenn wir in eine Kurve gehen, und einlenken, dass mehr Kontaktfläche quasi entsteht, weil der Reifen dann nicht so und dann hebt er ab an einer Stelle, sondern er steht schon schräg und wenn wir in die Kurve gehen, dann kommt die Kontaktfläche noch zustande. Vielleicht bin ich auch nicht faul und blende euch noch ein paar Bilder ein oder so. Sollte eigentlich ein bisschen Zeit haben dafür, werden wir dann sehen. Und ich habe euch da was Cooles vorbereitet. Auch unten in der Videobeschreibung ist noch eine App, die heißt Camber Extravaganza. Das ist die App, die ich vorher schon eingeblendet hatte, die ihr da gesehen habt. Die hier. Ich packe die mal dahin, dann könnt ihr die Werte besser lesen. Und was die App quasi macht, ist, uns zu zeigen, wie viel Camber im Moment benutzt wird. Ja, und gibt uns einen kleinen Graphen dazu, ob wir zu wenig Camber oder zu viel Camber haben. Ihr könnt hier auf Options gehen und euch die Graphen anzeigen lassen. Ihr könnt das Spektrum hier einblenden und Delta und so auch noch machen, Zeug. Ist egal. Ich habe es jetzt mal so. So finde ich es am angenehmsten. Und wenn wir dann rausfahren,
dann können wir beim Fahren beobachten, wie viel Camber das Auto jetzt gerade hier auf der Strecke verlangt. Das heißt, wenn wir hier geradeaus fahren, brauchen wir eigentlich gar keinen Camber. Und sobald wir in die Kurve gehen, könnt ihr sehen, wird das mehr. So, ich lenke jetzt hier mal langsam ein. Jetzt sind wir da bei minus 2 vorne. Man kann auch die Reifen einzeln sehen, aber meistens wollt ihr Camber gleichmäßig einstellen, dass ihr quasi links und rechts die gleichen Werte benutzt. Einfach damit das Auto auf der Geraden auch schön rund läuft. Sonst verliert ihr da vielleicht wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Auch wenn es sich manchmal anbietet, weil mehr Links- oder mehr Rechtskurven auf einer Strecke sind, dann kann sich das auch schon mal anbieten, ungleichmäßig das einzustellen. Aber in der Regel braucht ihr es nicht. Hier waren wir mal kurz auf 2,8 vorne. Und hinten waren es 1,2. 1,4, hier wieder 2,8 vorne. Ich fahre es natürlich jetzt auch nicht perfekt, aber es muss man auch nicht. Wir sehen immer mal wieder, dippen diese Graphen ins Grüne, aber nur ganz selten. Meistens sind die blau. Und blau bedeutet, wir haben noch ganz viel Sturz übrig, der gar nicht benutzt wird. So wie vorhin schon gesagt, hier müsste am meisten sein. Da geht es ganz kurz auf 3. Und hinten wird es eigentlich nie mehr als 1,3, 1,4. Das ist schon eine Runde. Und wir wissen, vorne ging es mal ganz kurz auf 3. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr als das haben. Wir können jetzt 3,1, 3,2 gehen. Ich gehe lieber mit 3,2. Dann sind wir auf Eventualitäten vorbereitet, falls wir mal über den Curb falsch fahren etc. Dass einfach der Reifen stabil bleibt. Und dann hinten, das sind jetzt 3,5 drauf. Das Größte, was wir gesehen haben, sind 1,2 gewesen. 1,6 ist das Niedrigste, was wir einstellen können. Ich würde euch vorschlagen, immer ein bisschen mehr noch zu gehen. Wie gesagt, man weiß nie, was so noch passieren kann. Man muss nicht übertreiben. Aber wenn wir jetzt hier mit 3,2 und 2,1 gehen, das ist jetzt vielleicht langweilig für den einen oder anderen. Aber ich will euch natürlich den Graphen jetzt auch noch zeigen, was sich da tut. Oh, das wird heute auf jeden Fall ein bisschen längeres Tutorial. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ihr kriegt quasi einen Crashkurs zu den leichten Sachen, die man in Setups einstellen kann. Und ihr seht, jetzt werden die Graphen hier grün. Ui, da war ich einmal neben der Strecke. So, über die Curbs drüber seht ihr, dann werden die Reifen auch mal rot und so. Dürft ihr euch nicht von beeinflussen lassen. Aber ihr habt gesehen, in den Rollphasen in der Kurve war das Histogramm hier. Ist es ein Histogramm? Weiß gar nicht. Das Diagramm? War das Diagramm? Ey, ich habe keine Ahnung von Mathe und von Geometrie. Das Diagramm war grün. Und das ist das, was wir wollen. Am besten auf beiden Reifen, die belastet werden. Also immer der äußere, wo das Gewicht sich hin verlagert. Denkt ans Karussell. Wenn ihr im Karussell sitzt und ihr macht eine Kurve nach rechts, dann werdet ihr nach links gedrückt. Und so ist es hier auch. Das Gewicht verlagert sich nach außen. Und wir sehen hier, ja, Reifen ist jetzt besser. Ist es perfekt? Sind wir in den Kurven in diesem hellgrünen Bereich, wo es eigentlich sein soll? Boah, ich gucke die ganze Zeit nur aufs Diagramm und kann nicht mehr fahren. Ist es nicht. Also man könnte jetzt, wie gesagt, auch nochmal ein bisschen was noch draufpacken. Wenn man dann aber mal vielleicht irgendwas ausweicht oder so und dann mal so eine ganz enge Kurve fährt und dann es einen Spike gibt, dann habt ihr in dem Moment zu wenig. Deswegen immer lieber ein bisschen Spielraum noch lassen, dann passt das. Würdet ihr jetzt normalerweise nochmal abspeichern? Wir haben es jetzt aber schon getestet, deswegen speichere ich jetzt nicht nochmal ab, sondern wir gehen direkt weiter zu Tipp Nummer 6 und das sind die Toe-Einstellungen. Also Camber hatten wir, ist so. Toe, wenn ihr von vorne jetzt auf das Auto schaut, wie stehen die Reifen zur Strecke? Stehen die Reifen so, dann ist das Toe-In. Stehen die Reifen so, ist das Toe-Out. Ja? Das hier ist ein negativer Wert. Und das hier ist ein positiver Wert. Wir können die Toe-Werte hier am Reifen in Echtzeit sehen. Manchmal flackern die hier noch so ein bisschen. Da von 12 auf 13. Das heißt, wir haben hier vorne standardmäßig eingestellt, dass die Reifen so ein ganz kleines bisschen nach innen schielen. Und hinten tun sie ein ganz kleines bisschen nach außen schielen. Oh, aber muss man aufpassen, sonst bleiben die Augen stehen. So ist das hier eingestellt und das sind eigentlich schon ziemlich gute Settings. Da müsst ihr jetzt in dem Fall hier gar nicht viel machen, denn wir wollen, dass die Reifen vorne so ein bisschen nach innen gucken, weil wenn wir dann einlenken, dann ist der Reifen, der die längere Distanz zurücklegen muss, also der äußere Reifen, der ist immer schon, der hat schon so ein bisschen einen Head Start, weil der rollt ja schon irgendwie so ein bisschen in die Kurve rein, weil er ja schon zur Kurve steht. Wisst ihr, wie ich meine? Und hinten kann dieses
nach Außenfächern Stabilität geben beim Bremsen. Das heißt, der Reifen stabilisiert sich im Bremsverhalten, weil er mehr über die Oberfläche geschliffen wird, auf Kosten von Geschwindigkeit auf der Geraden. Das heißt, wenn ihr beim Bremsen merkt, oh, das Auto fängt an, auf der Hinterachse so zu rutschen, dann macht einfach ein bisschen mehr Toe drauf. Das wäre jetzt in dem Fall, genau, hier ein Klick nach oben, 2, 3 Klicks. Könnten wir jetzt hier auf 18, 17 gehen. Das würde euch ordentlich Stabilität geben. Und wie gesagt, vorne mit Minus könntet ihr noch ein bisschen den Turnen besser machen. Da würden wir dann in die andere Richtung gehen. So, das stimmt gar nicht. Da gehen wir auch nach oben. So haben die das hier programmiert. Da müsst ihr halt immer ein bisschen rumspielen. Kriegt ihr dann aber schon hin. Ich lasse das jetzt aber mal so. Wie gesagt, ich fand die Einstellungen jetzt schon mal nicht schlecht. Hatte jetzt auch keine Probleme beim Bremsen. Aber wenn ihr das merkt, dass es eben instabil wird beim Bremsen, dann könnt ihr das da anpassen. Kann allgemein auch in der Kurvenfahrt ein bisschen mehr Stabilität geben, wenn ihr das draufpackt. Aber mit Vorsicht zu genießen. So, und Tipp Nummer 7 ist die Allzweckwaffe, was das Fahrgefühl angeht. Dadurch, dass wir in Assetto Corsa mit der Ride-Height nicht so viel machen können und eigentlich immer so niedrig wie möglich sein wollen, auch beim Flügel eher so niedrig wie möglich, haben wir nicht mehr ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten, um Über- und Untersteuern anzugreifen. Aber es gibt eine Einstellung, die euch da sehr souverän und eigentlich immer zuverlässig unter die Arme greift. Und die findet ihr auch wieder unter Suspension 2 Main, zumindest bei den ASS-Fahrzeugen. Wie gesagt, bei jedem Auto ist es ein bisschen anders. Es gibt auch hier und da Einstellungen, die gibt es nur bei einem Auto und beim anderen Auto gibt es sie nicht. Oder man kann es nicht einstellen, weil es ein Cup-Fahrzeug ist oder ein Straßenfahrzeug. Wie gesagt, wir machen jetzt heute mal ein GT3, weil es ist für die meisten sicherlich sehr interessant. Bei einem Formelwagen gibt es nochmal ganz andere Einstellungen. Aber heute auch immer nur die Beginner-Sachen, die leichten Sachen zum Einstellen. Und das letzte sind die Anti-Roll-Bars. Das sind quasi zwei Stangen zwischen den beiden Vorderreifen und zwischen den beiden Hinterreifen. Umso härter wir die einstellen, umso weniger rotierfreudig wird die Achse. Aber ganz leicht gesprochen, wir müssen ja auch nicht immer alles verstehen, was hier passiert, sondern wir wollen ja in erster Linie einfach nur wissen, oh, was muss ich einstellen, damit mein Auto leichter zu kontrollieren ist. Und wenn wir auf die Vorderachse schauen, allgemein Bonustipp, wenn ihr über Sachen drüber hovert, kriegt ihr immer einen Erklärtext. Lest euch die durch. Ja, die sind auf Englisch, deswegen schaut ihr vielleicht auch das Video hier, weil ihr dem Englisch nicht ganz so mächtig seid oder weil es zu kompliziert ist. Aber falls ihr ein bisschen Englisch könnt, lest euch die Erklärtexte durch. Da könnt ihr auch echt einiges nochmal lernen und verstehen, weil am Ende des Tages muss man die Sachen lernen, wenn man es wirklich richtig gut machen will. Zurück zur Anti-Roll-Bar vorne. Wenn wir nach rechts gehen, und das gilt für alle Einstellungen hier, ja, bis auf die Höhe natürlich, weil da geht es um hoch und runter. Aber normalerweise ist links, also wenn ihr einen Wert nach links schiebt, ist es weich. Und wenn ihr einen Wert nach rechts schiebt, ist es hart abgestimmt. Ja, wir sind jetzt hier vorne bei 5, also so ein Medium-Setting. Aber auch da ganz wichtig zu verstehen, es ist eine 5 und keine Newtonmeter, bla bla bla, kein richtiger Wert. Das heißt, es hängt davon ab, wie das Fahrzeug konfiguriert wurde. Das muss jetzt nicht super weich sein und es muss auch nicht super hart sein, aber es könnte eine weiche Einstellung sein und vielleicht ist es viel zu weich für euch. Deswegen, nur weil das Teil jetzt der Regler in der Mitte steht, heißt es nicht, dass das ein Medium-Setting ist. In welchem Bereich das Ganze liegt, das liegt im Auge des Modders. Deswegen, wir können nur beeinflussen, weicher, härter. Und wir können auch nicht sagen, wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Settings sind. Das ist auch alles in der Mod-Datei versteckt. Bisschen schade, was die Setups hier angeht. Da wird einem nicht ganz so viel zugetraut. Dafür ist es schön simpel dargestellt mit einer Zahl. Ja, Zahl klein, weich, Zahl groß, hart. So, was macht die Rollbar jetzt vorne? Wenn wir die Rollbar hart machen, also runtergebrochen, wir machen die Rollbar vorne härter, dann haben wir in langsamen Kurven einen Mörder-Turnen. Also das Auto ist, hat richtig Bock. Alter, jetzt rotiere ich. In dieser ersten Bewegung, bam, bin ich da. Aber umso mehr Geschwindigkeit wir drauf haben, umso mehr weigert sich das Auto durch die Kurve zu rollen, weil das Chassis vom Auto kann sich nicht mehr so leicht mitbewegen, weil das durch diese Stange, die da verarbeitet ist, zurückgehalten wird. Also es ist steif. Tolles Wort, ich weiß. Das heißt, die Vorderachse hat Bock einzulenken, aber wenn wir in eine schnelle Kurve gehen, kriegen wir massig Untersteuern. Also dann fährt das Auto einfach wirklich geradeaus weiter, trotz dass wir hier am Kurbeln sind. Wir sind schon bei der LKW-Kurbelung. Keine Chance. Da geht dann gar nichts mehr. Deswegen, Balance ist das Wichtige.
5 scheint ein Medium wert zu sein, war jetzt hier ganz gut. Wir haben nicht so super viele schnelle Kurven hier auf Blackwood. Dementsprechend ist so eine Einstellung von 5 schon gar nicht so schlecht, ist so ein guter Mittelwert. Es gibt so ein, zwei Kurven am Ende, wo man ein bisschen Geschwindigkeit halten muss, wo man auch früh wieder aufs Gas gehen möchte, um rauszubeschleunigen. Wenn da die Rover zu hart ist, geht da nichts mehr. In T1 wäre jetzt zum Beispiel ein Rover von 7 oder so bestimmt mega geil, weil die ist sehr langsam, die Kurve. Da geht es nur darum, wie schnell lenkt das Auto ein. Könnte man testen. Ich fand jetzt 5 schon nicht schlecht, bin aber meistens eher ein Freund von weicheren Rollbars, weil dann das Auto sich eben mehr mitbewegt. Hier auf der Strecke 5, vielleicht 6, könnten wir mal testen. Ich würde jetzt mal die 6 reinmachen, einfach um zu gucken, ob wir dadurch noch ein bisschen mehr Rotation reinkriegen und ob wir viel leiden würden in diesen ein, zwei etwas schnelleren Kurven am Ende, ob wir da dann zu viel Untersteuern auf der Vorderachse haben. So, dann noch die Rollbar hinten. Ähnliches Spiel. Wenn wir die Rover ganz hart machen hinten, dann hat das Heck richtig, richtig Bock zu rotieren. Dann ist das einfach, weil es ist komplett hart quasi, und wenn wir mit der Vorderachse einlenken, dann hat die Hinterachse, sagt sich so, okay, ich kann ja gar nicht mit bewegen, das heißt, ich schwing einfach mit. Also das Chassis bewegt sich nicht mit in die Kurve und rollt schön rein, sondern die Hinterachse ist steif, vorne lenkt ein, also vorne fängt es an zu rotieren und hinten macht es einfach und es dreht sich mit. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viel Übersteuern. Ja, die Nase vom Auto wird sich deutlich schneller in die Kurve reinbewegen. Das heißt, wenn ihr viel Untersteuern habt, dann könnt ihr mit einer härteren Rollbar hinten das ein bisschen entgegenwirken. Also ihr könnt quasi die Vorderachse dazu zwingen, sich noch tiefer reinzudrehen, weil die Hinterachse einfach, die wirft sich einfach rein. Aber wenn ihr das nicht kontrolliert bekommt, dann werdet ihr euch drehen. Und zwar jede Menge. Und das ist viel gefährlicher als untersteuern. Klar, übersteuern kann man abfangen und kann man lernen zu kontrollieren. Untersteuern kannst du nur vom Gas gehen und warten, bis es weggeht. Dementsprechend übersteuerndes Setup eher Skill-based, würde ich sagen. Und wenn wir die Rollbar ganz weich machen, also auf 0, dann ist es so, wie gerade erklärt, dann will die Hinterachse sich schön mitrollen und die dreht sich überall mit rein und die macht keine Murren und kein Mauksen. Das heißt, eine ganz weiche Rollbar hinten gibt uns ein bisschen mehr Untersteuern, vor allem auf der Vorderachse, also weil sich halt hinten nichts mit reindreht. Wir kriegen nicht diese schnelle Bewegung rein in die Kurve, sondern ist alles ein bisschen träge, ein bisschen langsam, aber dafür super sicher. Das heißt, wenn ihr auf irgendeiner Strecke unterwegs seid und ihr habt nicht die Möglichkeit, viel Flügel hinten drauf zu packen, weil ihr seid auf Le Mans und ihr müsst einen 1- oder einen 2er-Flügel fahren, weil ihr sonst auf der Geraden einfach aufgefressen werdet, im Topspeed-Duell, in den Windschatten-Duellen oder Döttinger Höhe oder so, da wollt ihr dann, ihr seid so am Überlegen, ein bisschen mehr Aero wäre cool, aber kann ich nicht machen. Dann nehmt ein bisschen Rollbar hinten raus, versucht die schön weich hinten zu machen, dann werdet ihr da ein bisschen das Übersteuern angehen können. Und das waren sie. 7 Tipps für Setup-Neulinge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ist jetzt ein bisschen länger geworden als gedacht. Und ich würde sagen, wir haben so 50-60% des Setups bereits abgehakt. Ja, beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ihr Motec installieren könnt, beziehungsweise eine Art und Weise, wie ihr aus Assetto Corsa Daten auslesen könnt und wie ihr die in Motec bekommt, wie ihr Motec auslesen könnt und was wir dann alles hier im Setup-Menü einstellen können dadurch. Weil was fehlt uns jetzt noch? Wir haben die Pressures eingestellt, also speichern muss ich noch. Ich mache jetzt mal hier noch S4. Was haben wir denn jetzt alles schon eingestellt? Wir haben die Reifen eingestellt, Sprit, hier Electronics fehlen noch, Traktionskontrolle und ABS. Da können wir ganz kurz drüber reden das nächste Mal. Brake Bias, Brake Power können wir vielleicht auch noch ganz kurz anreißen, was man da einstellen kann. Dann das Differential haben wir noch nicht gemacht, das fehlt noch. Hier waren wir, da haben wir auch schon einiges eingestellt. Fehlt eigentlich nur noch Bumpstop, Wheel Rate haben wir noch nicht gemacht. Hier fehlen noch komplett die Dämpfer, haben wir noch nicht eingestellt. Hier gibt es noch mehr zum Bumpstop.
das hier ist bloß der Steer Assist, brauchen wir, kann man auf 100 lassen. Also wir sind schon so knapp um die 50% aller Einstellungen haben wir schon gemacht, weil viele der Sachen, die jetzt hier noch sind, so Breakbars und so, das erklärt man in 2 Minuten, ist gar kein Problem. Das heißt, alles, was irgendwie ein bisschen fortgeschritten ist mit Datenauslesen und so, bekommt ihr beim nächsten Mal. Und dann haben wir quasi schon ein fertiges GT3-Setup für Blackwood, das ich euch dann auch zur Verfügung stellen werde. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, ein Like dazulassen. Und falls ihr nach der ganzen Information viel zu faul seid, um euch ein Setup selber zu machen, dann kauft doch einfach eins. Ich habe Kauf-Setups für Assetto Corsa getestet. Schaut da gerne mal rein, war ein cooles Video. Ansonsten war es das aber für heute. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!